So, Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich schon, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen herzlichen Dank. Ich kann heute etwas von meiner To-Do-Liste quasi runterstreichen. Und zwar stehe ich in Etterschlag an einer Ladesäule, bei der wir mit ChargePoint laden können, beziehungsweise eine ChargePoint-Ladesäule, an der wir mit Electroverse laden können. Und von der habe ich schon oft gesprochen in meinen Videos. Jetzt ist es soweit. Ich bin hier und ich lade jetzt einfach mal. Und hier haben wir noch zwei, ja, das sind so eine Art 11 kW Lader, weiß gar nicht, ob 11 oder 22 kW, aber mir geht es natürlich um diese Ladesäule hier. Da steht mein schönes Auto, das gerade nicht ganz so schön ist, ich sage euch gleich warum. Hier führt gleich eine Hauptstraße vorbei, also es ist kein wunderschöner Ladeort, muss man zugeben, aber es ist ein Ladeort. Und worum es mir heute noch geht, ist die Tatsache, dass ich ja so ein bisschen Problem habe, dass ich so wenig Kilowattstunden aus meinem Akku rausziehen kann. Am Montag habe ich dazu ja erst ein Video veröffentlicht und das hier ist jetzt sozusagen das Ergebnis. Ich habe auf 100% vollgeladen und habe das Auto jetzt, glaube ich, 8% runtergefahren. Und jetzt schauen wir uns gleich mal zusammen an, wie viele Kilowattstunden ich hier tatsächlich aus dem Auto herausfahren konnte. Und weil es natürlich nicht genug ist mit den Problemen, Freunde, ich habe einen Steinschlag. Und der ist natürlich hier mehr oder weniger im Fahrersichtfeld, also wirklich bescheiden. Ihr seht, ich bin noch gar nicht angesteckt. Ich habe nämlich Angst, dass wenn ich mich anstecke, dass meine ganzen Statistiken verloren gehen, die ich hier drin habe. So, wir schauen jetzt einfach mal. Wir haben jetzt 8% im Akku. Das sind 32 Kilometer. Und wir sind gefahren 258 Kilometer und haben nur 45 Kilowattstunden geschafft, rauszufahren. Jetzt rechnen wir mal gemeinsam. Die 45 Kilowattstunden entsprechen quasi 92% des Akkus. Und wenn ich jetzt die 100% anschaue, dann schaut mal her, Freunde, dann kann ich aus diesem Akku nur 49 Kilowattstunden rausfahren. Und das ist echt wenig von 100 auf 0. Das ist wirklich wenig. Und das ist viel zu wenig. Und ich habe nochmal in meine alten Videos geschaut. Schaut ihr euch die auch gerne nochmal an. Und ich habe also festgestellt, dass ich vor einem halben Jahr ein Video hochgeladen habe. Da habe ich 53 Kilowattstunden aus dem Akku rausgefahren. 53 zu jetzt 49 Kilowattstunden. Das sind 4 Kilowattstunden Unterschied, die da im Moment fehlen. Das ist auch nicht die Degradation. Das war von einem halben Jahr. Das Auto ist zwar ein bisschen degradiert, aber da fehlen keine 4 Kilowattstunden. Und neben den 4 Kilowattstunden, die da fehlen, habe ich festgestellt, dass mein Standby-Verbrauch deutlich höher ist, als der früher der Fall war. Deswegen habe ich im letzten Video auch meine Scan My Tesla OBD2-Stecker ausgestöpselt, um mal zu schauen, ob es daran liegt. Und Spoiler vorweg, es scheint nicht daran zu liegen, denn ich konnte wieder nur meine 49 Kilowattstunden aus dem Akku jetzt rausfahren ungefähr. Wir schauen uns mal an, wie diese Verbrauchsstatistiken hier gewertet werden. Das Erste, was mir auffällt, Freunde, ist mein Fahrverbrauch seit letztem Mal laden. Und schaut mal, ich habe hier immer diese Sprünge drinnen. Seht ihr das? Diese Zacken. Und diese Sprünge ist quasi das Wiedernutzen des Fahrzeuges, nachdem es Standby-Verbrauch hatte. Ich schaue mal meine sonstigen Verbrauchsdaten an, die sind soweit okay, die Batteriekonditionierung war jetzt meine Fahrt hierher, wobei diesen Ladepunkt hier kennt er leider nicht im Navi, ich musste also tricksen und irgendeinen anderen Ladepunkt anwählen und dann mit der Handy-Navigation hierher fahren. Aber Freunde, ihr seht, dass diese Sprünge hier, die machen mir Sorgen. Und jetzt schaue ich mal meinen Verbrauch beim Parken an und wisst ihr, was ich da sehe? Mein Fahrzeug-Standby-Verbrauch liegt bei 5,8%. Und da wird mir quasi empfohlen, das Auto an der Steckdose angesteckt zu lassen, um diesen Fahrzeugverbrauch zu reduzieren. Jetzt ist aber so, dass ich bei meinem Video vor 6 Monaten hatte ich hier einen Fahrzeug-Standby-Verbrauch von 0,1%, als ich die 53 Kilowattstunden herausgefahren habe. Also mir kommt das sehr hoch vor. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wie hoch euer Fahrzeug-Standby-Verbrauch ist, wenn ihr so einfach einen ganz normalen Alltag habt. Also bei mir sind jetzt ungefähr 5 Tage vorbei, seit dem letzten Mal vollladen. Und 5,8%. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Laut der Homepage Tesla Wissen scheint es so zu sein, dass so 1% Standby-Verluste noch in Ordnung sind. Ich halte aber 1% Standby-Verluste für das 2023er, 2024er Model Y ehrlich gesagt für ziemlich hoch. Bin da gar nicht mal so glücklich und einverstanden. Das würde eigentlich bedeuten, dass diese 5,8% nicht so weit vom Normal entfernt sind, aber sie sind selbst da, selbst wenn man das berücksichtigt, sind sie von diesem 1% am Tag eigentlich entfernt. Ich liege da eigentlich drüber und das ist mir zu hoch. Also früher war es so, dass hier auch immer stand optimal, genauso wie bei allen anderen Standby-Verbrauchern und jetzt steht es nicht mehr da. Und noch zur Erklärung, nein, ich nutze nicht andauernd meine mobile App, das würde ja hier auch angezeigt werden, wenn es der Fall wäre, das sieht man ja. Also Freunde, was ist das? Ich frage ganz konkret, was ist das?
Und warum ist es so seit 2, 3, 4 Monaten ungefähr, sagen wir mal seit 3, 4 Monaten, dass ich hier so einen hohen Standby-Verbrauch habe? Und das resultiert eben darin, dass ich nur so wenig Energie aus meinem Akku herausfahren kann. Also das ist für mich eine ganz große Frage. Was wir jetzt aber endlich mal machen ist, ich schließe mich jetzt endlich mal hier an. Und da freue ich mich schon drauf. Freunde, ChargePoint ist ja absoluter Traum. Jetzt ist die Frage, was muss man hier als erstes machen? Oh, schaut mal, wenn man mit Kreditkarte bezahlt, am Wochenende 50 Cent, Wochentag 58 Cent die Kilowattstunde. Bei Electroverse, wenn ihr euch da anmeldet, bekommt ihr so eine Ladekarte, ihr könnt auch die App runterladen. Dann, ja, und jetzt sollten wir für 46 Cent die Kilowattstunde laden. Ich halte mal dran zum Freischalten. Karte wird geprüft. So, dann können wir einen Ladeport auswählen. Ist jetzt relativ wurscht welchen. Der zeigt es dann hier an mit dem blauen Blinken. Zack. Dann wird schon reingestöpselt. Ein relativ starres Kabel haben wir hier. Das ist aber ein gutes Zeichen, dass das so ein starres Kabel ist. Weil es bedeuten müsste, dass wir hier ein Kabel haben, das nicht nur 250 Ampere durchlässt und wir hier aus diesem Grund viel zu langsam laden würden, sondern der lädt wahrscheinlich mit den 150 kW, die dieser Lader maximal kann, auch tatsächlich, das schauen wir jetzt mal. Mein Akku ist vielleicht auch noch nicht so hundertprozentig warm genug. Aber wir gucken mal, wie hoch er geht. 74 kW Ladeleistung. Na, das ist jetzt aber noch nicht berühmt. Mein Akku ist auf jeden Fall wärmer als 74 kW Ladeleistung. Ampere Ladestrom. Ladestrom müsste eigentlich weiter hochgehen. Wir könnten ja mal gucken, was das Auto uns sagt. Ja, auch nur 74 kW laden. Oh, 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 oh. Da sind wir gar nicht zufrieden. Wir schauen mal rein, was die Akkutemperatur von sich gibt. Aber da kann ich auch gleich dazu sagen, die Akkutemperatur dürfte hier kein Problem sein. Ich habe jetzt meinen Dongle nicht eingesteckt. Habe jetzt Servus eingegeben statt Servus. Jawohl, so muss das sein in Bayern. So, dann gucken wir mal schnell hier drauf. High Voltage, Charging. So, hier ist alles im grünen Bereich. 33 Grad Akkutemperatur. Da müssten wir auf jeden Fall deutlich schnellere Ladegeschwindigkeiten herbekommen. Also dieser Lader ist, obwohl wir alleine hier angesteckt sind, ganz klar beschränkt auf 205 Ampere. Schade, sehr, sehr schade, Freunde. Ich frage mich auch gerade, warum das eigentlich so ist. Wo wir jetzt übrigens gerade eben sowieso in diesem Service-Mode sind, seit dem letzten Update, das wir bekommen haben, diesem Frühlings-Update, haben wir hier auch weitere Möglichkeiten. Da muss ich mal schnell schauen. Und zwar können wir gucken, in welchem Zustand sich unser HEPA-Filter befindet. Und das sehen wir hier im Navi-Menü. Also wir sagen HEPA-Filter bei 91% und Cabin-Filter, also die Health, bei 101%. Mein Auto ist ja jetzt ungefähr knapp eineinhalb Jahre alt. Hat so 25.000 Kilometer knapp runter. Das bedeutet, wir haben hier immer noch, die Filter sind immer noch top, zumindest laut dieser Anzeige. Ich würde wahrscheinlich persönlich trotzdem dann nach den 2 Jahren meinen Filter wechseln, aber ich behalte es mal hier im Auge, bin da echt gespannt und schaue da weiterhin zu. So, weiterhin die 205 Ampere. Warum ist das so? Jetzt schauen wir mal, ob wir hier eine Typkennzeichnung finden an dieser Ladesäule, die mal wieder gefördert ist. So, hier haben wir auch keine Kennzeichen. Da unten haben wir was. Schauen wir mal, was das Schild uns sagt. Was wir hier haben. Ja, wir haben also eine Netzspannung von bis zu 400 Volt. Okay. 2023 ist das Ding gebaut. Das ist der HYC 150. Und wir haben hier einen maximalen Eingangsstrom von 250 Ampere. Also, das Ding ist mit 250 Ampere reglementiert. Schade, dass er jetzt eigentlich auch nur diese 205 Ampere rauslässt. Das ist wirklich schade. Gucken wir mal, ob wir hier sonst noch irgendwas finden können. Bildschirmsperre, Stopp. Wir haben leider Gottes auch nicht diese schöne Ladekurvenanzeige. Allerdings, wenn man nur mit 75 kW laden kann, macht das ohnehin nicht so viel Sinn.
Ja, also diese Ladesäule hier speziell kann ich nur beschränkt empfehlen. Das ist wirklich schade. Eigentlich ist das Ding ein 150 kW Lader. Das heißt, der hat 275 kW Bänke. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir beenden den Ladevorgang und wir versuchen mal, den anderen Anschluss zu wählen, ob wir das gleiche Problem in grün haben. Stopp. Kabel abstöpseln. Jawohl. Wird abgestöpselt. So, einmal. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir auf der anderen Bank sozusagen das gleiche Problem haben. So. Wir sollten hier schon in der Lage sein, mit bis zu 150 kW knapp laden zu können. Jetzt nehmen wir den anderen. Hier müssen wir drauf machen. Zack. Oh, ja, 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 ja. So, jetzt halt. Und rein mit dir. So, blinkt blau. Es klackert, jawohl, Freigabe ist gemacht. So, jetzt schauen wir mal, jetzt sind wir bei 16%. Aber wir müssten natürlich auch weit über 100 kW Ladeleistung haben. Und wir schauen mal, auf wie viel Ladestrom er geht. 203, also das Ding ist hier einfach beschränkt. Das ist ja wirklich super schade. Warum macht man sowas, Freunde? Warum macht man sowas? Ich stehe hier ganz alleine. Das Kabel ist dick. Das ist mit Sicherheit ein 400 Ampere Kabel, vielleicht kein 500 Ampere. Aber warum mache ich das, dass ich diese beiden Bänke, die innen sind, trenne voneinander sozusagen? Ich verstehe es nicht. Jetzt kann jeder mit 75 kW maximal laden. Wenn einer da steht, muss es normalerweise so sein, dass beide Bänke sich zusammenschließen, die da hinterlegt sind, also die beiden 75 kW Bänke, und dann einer quasi mit 150 kW oder bis zu 150 kW laden kann. Das ist wirklich schade. Also dieser Ladepunkt ist aufgrund dieser schwachen Ladeleistung nicht unbedingt zu empfehlen. Obwohl Electroverse hier einen super Job macht. Ihr seht, es funktioniert schon wieder alles komplett einwandfrei. Genauso muss es sein. Ihr könnt noch mal interessehalber schauen, was die App so spricht. Wenn wir mal die App aufmachen, könnten wir mal gucken, ob wir einen Ladevorgang angezeigt bekommen. Und das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Also ich habe gerade mal geschaut, Ladevorgang wird hier nicht angezeigt, aber wir laden natürlich. Ich blende euch dann noch die Quittung dessen ein. Ja, Freunde, sieht man es hier, Steinschlag, er muss gemacht werden. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und werde euch sagen, wie das funktioniert. Ich muss es bei meiner Versicherung natürlich anmelden und denen sagen, ich habe einen Steinschlag und ich habe ein Problem. Ja, und nächstes Problem habe ich jetzt eben im Akku. Was mache ich jetzt? Das ist die große Frage. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Ich habe keinen Bock, immer nur 48 Kilowattstunden aus dem Akku rauszufahren. Jetzt, wenn ich natürlich das Fahrzeug einmal auf 100% auflade und am Stück von 100% auf 0 fahren könnte, dann habe ich ja keine Standby-Verbräuche. Und dann bin ich mir sicher, dass ich meine 53, 54, vielleicht sogar 56 Kilowattstunden wieder rausfahren kann. Nur, ich bin halt nun mal jemand, bei der irgendwo hinfährt, in die Arbeit, das Auto stehen lässt und am Abend fahre ich wieder nach Hause. Und den Rest des Tages steht es halt rum. Und wenn ich jetzt nicht den Beweis hätte durch meine alten Videos früher, dass das definitiv anders war, normal ist das nicht. Also was mache ich jetzt? Mache ich ein Ticket bei Tesla auf und sage den Freunden, meine Standby-Verbräuche sind viel zu hoch. Ja? Ich habe hier auch keine Möglichkeiten, sonst auf meine Standby-Verbräuche irgendwie einzugehen und die zu reduzieren, weil ich nichts mache. Also weder mit dem Handy wecke ich mein Auto ständig auf, noch mache ich sonst irgendetwas. Ich würde euch übrigens empfehlen, alle diejenigen, die normalerweise ihr Fahrzeug immer an der Ladestation zu Hause, an der Wallbox hängen haben, macht es mal nicht für eine Akkuladung. Ladet mal auf 100% auf und dann fahrt mal ein paar Tage mit eurem Auto so ganz normal und schaut mal an, was da rauskommt, was ihr für einen Standby-Verbrauch habt. Also Freunde, jetzt mein Auftrag für euch. Schaut bitte rein, was habt ihr für einen Standby-Verbrauch? Dazu ganz einfach, genauso wie ich es vorher gezeigt hatte. Ihr geht in diese Übersicht rein, auf Parken, seit letztem Mal laden und dann seht ihr eure Standby-Verbräuche. Und da seht ihr gut, dass ich mich nicht erst angeschlossen habe zu laden, weil er das halt gleich hier nullert, sobald man sich anschließt zum Laden. Und das hat er auch gleich genullert, ja. So ist es. Gut, also nachdem ich jetzt hier mit der Ladeleistung nicht so zufrieden bin, ich lasse sie noch 5 bis 10 Minuten laden und dann, Freunde, stecken wir uns wieder gemeinsam ab.
Ja, Freunde, die Ladeleistung wird einfach nicht besser. Wir bleiben bei 74 kW, stehen nach wie vor 29%. Ich werde mich jetzt abstöpseln und es ist mal wieder der Beweis, dass es praktisch nichts Besseres gibt als die Tesla Supercharger. Teilweise noch günstiger als die 46 Cent pro Kilowattstunde, die wir hier bezahlen. Ich lade hier einfach mal beim Supercharger mit bis zu 250 kW. Also ich mit meinem Auto natürlich nur mit 170, 175 kW in der Spitze. Aber es ist einfach, man sieht es wieder. Ja, es gibt praktisch nichts Besseres. Man fährt hierher einen 150 kW Lader und was kriegt man? Ja, lächerliche 75 kW Ladeleistung. Also das ist schon wirklich blöd. Also mir reicht es jetzt hier zum Weiterfahren. Ich komme damit jetzt weiter und das ist das Gute daran. So, wird beendet. Zack, stöpsel ich wieder rein. Ich kann einen Haken machen. Ich bin hier gewesen. In Etterschlag, wie ich es euch immer gesagt habe. Und ja, also ihr bekommt von mir ein Update, wie es weitergeht mit dem Akku meines Autos, mit dem, was ich hier rausfahren kann. Ihr bekommt ein Update, wie es ausschaut mit dem Steinschlag. Da bin ich selber sehr, sehr gespannt, wie das geregelt wird von der Versicherung. Bin bei der Hook 24. Wahrscheinlich werden die mir sagen, zu welcher Werkstatt ich fahren muss. Weiß ich noch nicht so genau, werden wir sehen. Und ja, dann denke ich, werde ich ein Ticket bei Tesla aufmachen und sagen, Freunde, könnt ihr was feststellen, was saugt mir meinen Akku im Standby eigentlich aus? Kann ja irgendwie nicht sein. Ja, genau. Gut. Ja, wenn ihr euch bei Elektroverse anmelden wollt, auch wenn diese Ladeerfahrung hier jetzt nicht die optimalste war, dann nehmt gerne meinen Empfehlungslink. Dann bekommt ihr bei Elektroverse 5 Euro Startguthaben und die kostenlose Ladekarte dazu. Ich bekomme auch einen kleinen Anteil, also auch die 5 Euro Startguthaben. Dafür sage ich schon mal Danke. Nutzt natürlich das für solche Videos für euch. Ja, ich gebe das also größtenteils alles auch wieder zurück, so gut wie es möglich ist. Bin hier extra nochmal die zusätzliche Meile gefahren, um zu diesem Etterschlager Ladepunkt zu kommen, der mich jetzt zugegebenermaßen natürlich schon enttäuscht hat, so ist es halt. Ja, das ist leider Gottes auch E-Mobilität als 150 kW Lader ausgewiesen. Zwei Ladeanschlüsse und faktisch gehen nur 75 kW oder 74 kW daraus. Ist wirklich blöd. Gut, das soll es mal gewesen sein. Es läuft nicht immer und jeden Tag optimal. Dafür scheint die Sonne. Wo ist sie denn? Hier oben ist die Sonne. Sie scheint, ein absoluter Traum. Und ja, genießt das Wetter, Freunde, genießt das Leben und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Daumen hoch, Kanal abonnieren, läutet die Glocke. Schreibt in die Kommentare, wie es ausschaut mit euren Akkus, mit eurem Standby-Verbrauch. Da bin ich wirklich sehr interessiert. Und ja, genießt das Leben, Freunde. Bis zum nächsten Video. Macht es gut. Euer Big O Electrify. Ciao, ciao und Servus.